Ein Tag wie jeder andere im Leben von Supermarktleiter Stefan Wachter. Zumindest bis die erste Kundin des Tages den Laden verlassen hat und unerwartete Gäste auftauchen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Einen schönen Tag noch, Frau Müller. Wiedersehen. Hey, was soll das? Was soll das? Komm her, komm her. Nein! Cut off! Jetzt geben Sie ihm doch endlich das Geld, Mensch! Wir beide gehen jetzt zum Tresor. Nein! Komm! Ein Supermarktüberfall, bei dem nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Das war ganz großes Kino. Dieser Schulungsfilm für die Polizei, das war der beste Dreh, den ich bis jetzt hatte. Dann tun Sie mir leid. Als Polizist kann ich Ihnen nur sagen, die Wahrheit sieht anders aus. Warum? Die Gangster waren noch ganz gut. So authentisch und brutal, finden Sie nicht, Herr Küpper? Sie haben noch nie richtig böse Jungs gesehen, das ist alles. Was seid ihr denn für welche? Tom, Roman? Das sind die beiden Darsteller, die für die Rollen der Gangster gebucht wurden. Und wer sind dann die beiden Vögel, die eben den Supermarkt ausgeraubt haben? Herr Küpper! Ich hab keine Ahnung. Küpper, ich bin überfallen worden. Ach, mein Kopf. Das steht ja auch im Drehbuch. Nein, ich bin wirklich überfallen worden. Was? Die zwei Typen haben mich gezwungen, im Büro den Tresor zu öffnen und haben 25.000 Euro rausgenommen. Ich habe dann nur noch gesehen, wie die hinten raus sind und irgend so einen silbernen Kleinwagen weggefahren sind. Ah, oh, mein Kopf, Mensch. Und das vor meinen Augen. Charlie Küpper hier. Ich habe eine Fahndung für euch. Schnell, hol das Benzin aus dem Kofferraum. Ja, immer mit der Ruhe. Ist uns ja keiner gefolgt. Ja, eben. Und das soll auch so bleiben. Gleich wird's heiß. Na, hoffentlich. Und dann nichts wie weg, bevor uns noch irgendjemand sieht. Ach, die kriegen uns nie. Du hattest recht. Das ist der Wagen. Das sind die beiden. Ja, hey, die haben Benzinkanister. Scheiße, die wollen die Karre abfackeln. Aber nicht mit uns. Verdammt, die Bullen! Verdammt, wie konnten die uns so schnell finden? Ist doch scheißegal. Los, wir müssen zusehen, dass wir abhauen. Los, los, fahr, fahr, fahr! Mist, die haben uns einen Reifen zerschossen. Scheiße, ruf Verstärkung! Nach einem aufgeregten Anruf von Ronny Ballhaus hat sich Anwältin Simone Dahlmann auf den Weg zur Wohnung des 30-Jährigen gemacht, den sie früher schon einmal vertreten hat. Hallo, Frau Dahlmann. Hallo, Herr Ballhaus. Können Sie hier reinkommen und gleich ins Wohnzimmer gehen, vorne links, ja, bitte? Ja, klar, gerne. Danke. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Dankeschön. Um ehrlich zu sein, habe ich mir Sorgen gemacht. So aufgeregt, wie Sie am Telefon waren, schien mir das sowas wie ein Notfall zu sein. Ja, das kommt auch so ein bisschen hin. Das stimmt. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Winnetou. Ich bin Simone. Hallo. Hallo. Das ist Kevin, das ist der kleine Sohn von meiner Freundin Mareike. Kevin, kannst du in dein Zimmer gehen, spielen, dass sich die Erwachsenen kurz unterhalten können? Ja. Der ist ja süß. Das ist ein guter. Herr Ballhaus. Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich stecke gerade richtig. Ist alles in Ordnung, Herr Ballhaus? Ja, Sie. Oh mein Gott, Sie bluten ja. Das ist nur mein Kreislauf. Warum haben Sie sich das denn geholt? Herr Ballhaus? Herr Ballhaus, bleiben Sie bei mir. Ronny? Ronny, du wirst nicht glauben, was heute Verrücktes passiert ist. Bei dem Filmdreh im Supermarkt, da gab es tatsächlich einen Überfall. Ronny? Wer sind denn Sie? Was ist mit Ronny los? Simone Dahlmann, ich bin die Rechtsanwältin Ihres Freundes. Ihr Freund ist verletzt. Haben Sie Verbandszeug im Haus? Holen Sie das schnell, bitte. Ja, klar. Herr Ballhaus. Herr Ballhaus. Ja, das wüsste ich auch gern, aber leider ist Ihr Freund nicht mehr dazu gekommen, mir das zu sagen. Er ist bewusstlos. Wir müssen die Wunde versorgen. Sie rufen bitte einen Notarzt. Fünfzehn Minuten später ist Ronny bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Verletzung hat sich als Schusswunde herausgestellt. Ich habe mir schon einige Sachen für Ronny zusammengepackt, falls er über Nacht im Krankenhaus bleiben muss. Wo ist denn der Krankenwagen? Der ist schon weg. Ja,
Und Ronny, wie geht's ihm? Der Sanitäter hat Entwarnung gegeben. Es geht ihrem Freund den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend? Es ist nur eine Fleischwunde. Glücklicherweise war es nur ein Streifschuss. Was? Jemand hat auf Ronny geschossen? Ich meine, wir warten sowas. Das weiß ich nicht. Ich bin nur ein paar Minuten vor ihm gekommen. Ja, aber er muss doch irgendwas gesagt haben. Er hat sie doch angerufen. Das konnte er mir leider nicht mehr sagen. Ja, und wer auf ihn geschossen hat? Das leider auch nicht. Aber Sie haben vorhin von einem Überfall im Supermarkt gesprochen. Ja, ich arbeite in einem Supermarkt und da wurde heute ein Film über einen Überfall gedreht. Und dabei ist der Supermarkt wirklich ausgeraubt worden. Und Ihr Freund hat eine Schussverletzung. Interessant. Sie glauben, dass Ronny etwas damit zu tun hat? Das will ich nicht hoffen. Nee, bei dem Überfall im Supermarkt, da hat keiner geschossen. Das ist ein Zufall. Komischer Zufall. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Marienkrankenhaus. Die haben Ihren Freund dahin gebracht. Und ich? Ich würde sagen, Sie bleiben bei Kevin und ich melde mich später bei Ihnen. Geben Sie mir die Tasche? Ja. Bis gleich. Okay. Inzwischen wurde das Fluchtfahrzeug der Supermarkträuber in einem Waldstück gefunden. Kriminalhauptkommissar Charlie Küpper veranlasst das weitere Vorgehen. Stell doch mal bitte fest, ob Ihnen der Wagen zugelassen ist. Vielleicht ist er als gestohlen gemeldet. Und ruf bitte auch gleich die Spurensicherung an. Als wir Sie vorhin überrascht haben, wollten Sie den Wagen mit Benzin überschütten. Dafür haben Sie jetzt wohl keine Zeit mehr gehabt und haben den Wagen einfach hier stehen lassen. Gut für uns. Vielleicht können wir so ein paar Spuren sichern. Echte Ermittlungsarbeit sieht eben anders aus als so ein lächerlicher Schulungsfilm. Ach, nichts. Und, hast du was? Ja, Volltreffer. Der Wagen ist auf einen gewissen Ronny Ballhaus zugelassen. Gestohlen gemeldet? Nein, aber dieser Ronny, der ist kein Unbekannter bei uns. Der ist auch schon gesessen. Hast du eine Meldeadresse? Ja, der wohnt mit einer gewissen Mareike Sommers zusammen. Das ist seine Freundin im Finkenweg 7. Mareike Sommers? Das ist doch die Kassiererin aus dem Supermarkt, der ausgeraubt worden ist. Ein Zufall ist es garantiert nicht. Davon kannst du ausgehen. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Am besten, wir teilen uns auf. Bleib du bitte hier, bis die Spurensicherung da ist. Und wir beide, wir statten jetzt erstmal dem Ronny Ballhaus einen Besuch ab, okay? Frau Sommers? Kommen Sie rein, Herr Küpper. Das ist mein Sohn Kevin. Peng, peng, peng! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Was wollen Sie jetzt damit andeuten? Das will ich Ihnen gerne erklären, Frau Sommers. Der Fluchtwagen aus dem Überfall heute, der gehört Ihrem Freund. Was? Nee, das kann nicht sein. Ronny würde niemals gegen das Gesetz verstoßen. Deswegen war er auch im Gefängnis? Sie verstehen das nicht. Ronny hat sich geändert. Frau Sommers, wenn ich eines während meiner Dienstzeit gelernt habe, dann ist es das. Die Menschen ändern sich nicht so einfach. Ronny schon. Er hat es mir nämlich versprochen. Und er würde so etwas nie hinter meinem Rücken abziehen. Das habe ich auch nicht behauptet. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder damit andeuten? Dass Sie vielleicht davon wussten, Frau Sommers. Dass Sie vielleicht sogar die Idee zu diesem Raubüberfall hatten. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Sehe ich aus, als ob ich Spaß machen würde? Ich glaube, dass Sie mit Ihrem Freund Ronny Ballhaus den Überfall durchgezogen haben. Das stimmt doch nicht. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass ausgerechnet Sie in dem Supermarkt arbeiten, der heute überfallen worden ist? Und dass ausgerechnet der Fluchtwagen Ihrem Freund gehört? Das ist doch Schwachsinn. Ich war doch bei dem Dreh dabei, als der Supermarkt überfallen wurde. Das wissen Sie doch ganz genau. Sie kannten das Drehbuch. Sie wussten, welche Klamotten die Räuber tragen. Und Sie wussten, dass jede Menge Geld im Tresor liegt. Ja, und? Das wusste auch das ganze Filmteam. Ja, aber keiner fährt sonst ein silbernes Auto und ist vorbestraft. Ihr Freund schon. Dürfte ich mir mal bitte in der Wohnung umschauen? Nee, das dürfen Sie nicht. Sehen Sie, ich wusste doch, etwas ist faul an Ihnen. Aber egal, den Durchsuchungsbeschluss, den kriegen wir auch so. Sagen Sie, wo ist eigentlich der Hauptdarsteller, Herr Ballhaus? Ronny ist im Marienkrankenhaus. So, so. Eine Schönheits-OP wird er sich aber wahrscheinlich nicht gönnen. Na egal. Ich fahre mal direkt ins Krankenhaus. Kümmer du dich bitte um den Durchsuchungsbeschluss. Frau Sommers? Simone Dahlmann hat sich ebenfalls auf den Weg zum Krankenhaus gemacht und trifft vor dem Kriminalhauptkommissar bei ihrem Mandanten ein. Hallo, Herr Ballhaus. Ja, Sie sehen ja schon wieder besser aus.
Der Arzt meinte, dass sie wohl heute entlassen werden. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei hier ist. Herr Ballhaus? Und wer sind Sie? Kommissar Charlie Küpper. Ich untersuche den Überfall auf einen Supermarkt, der heute Morgen während eines Filmdrehs überfallen wurde. Simone Dahlmann, ich bin die Rechtsanwältin von Herrn Ballhaus. Oh, interessant. Wird jetzt schon an einer Verteidigungsstrategie gearbeitet. Wie darf ich das jetzt verstehen? Das würde ich Ihnen gerne erklären. Die Freundin Ihres Mandanten arbeitet rein zufällig in dem Supermarkt, der heute Morgen überfallen wurde. Und der Fluchtwagen, der heute Morgen im Tenninger Forst nach einem Schusswechsel mit meinem Kollegen sichergestellt worden ist, gehört Herrn Ballhaus. Und Herr Ballhaus liegt mit einer Schusswunde im Krankenhaus. Komischer Zufall, oder? Ich bin heute Morgen von zwei Maskierten überfallen worden. Die wollten meinen Wagen. Und als ich denen den Schlüssel nicht geben wollte, hat der eine von beiden mir in die Schulter geschossen. Ach echt? Wie sahen die aus? Wie ist das passiert? Naja, die waren halt maskiert und als ich den Schlüssel nicht rausrücken wollte, hat der Größere von beiden eine Waffe gezogen und auf mich geschossen. Wahnsinn. Und da haben Sie natürlich erst Ihre Anwältin angerufen und nicht sofort die Polizei. Ja, aber weil mein Mandant vorbestraft ist und sich schon gedacht hat, dass Sie ihm nicht glauben würden. Ich möchte auch nicht unhöflich erscheinen, aber Herr Ballhaus hat eine Schussverletzung. Der braucht jetzt wirklich Ruhe. Okay, wir sehen uns. Einen Moment noch. Wann war denn diese Schießerei mit Ihren Kollegen? Heute Morgen um 9.15 Uhr. Und wo genau im Tenninger Forst war das? Gleich am Ortsausgang, erste Gabelung links. Dann hat mein Mandant das beste Alibi, das er haben kann. Ich war nämlich um 9:30 bei ihm. Und innerhalb von 15 Minuten wird man es kaum von dort bis zu ihm nach Hause schaffen. Das werde ich überprüfen. Außerdem hat er mich bereits um 9 Uhr morgens angerufen. Vielleicht war das Teil des Plans von Ihrem Mandanten. Vielleicht hat er das genau so abgetimt, dass er im Notfall Sie als Alibi nutzen kann. Dann hätte er doch bereits im Vorfeld wissen müssen, dass es zu einer Schießerei mit der Polizei kommt. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall die Kugeln von dem Schusswechsel mit meinem Kollegen von heute Morgen mit der aus der Wunde Ihres Mandanten vergleichen. Und natürlich werden wir Herrn Ballhaus auch auf Schmauchspuren untersuchen. Das ist gut. Dann werden Sie sicher feststellen, dass er nicht geschossen hat. Das werden wir alles sehen. Jetzt werde ich mich erstmal mit seiner Freundin unterhalten, denn rein zufällig wurde ja Ihr Chef heute Morgen überfallen. Oh, da wäre ich gern dabei. Sehr gerne. Wenn Frau Sommers nichts dagegen hat. Dann melde ich mich später bei Ihnen. Bis dann. Für Charlie Küpper ist der Fall längst klar. Für ihn kommt nur der vorbestrafte Mandant von Simone Dahlmann als Täter in Frage. Ja, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Er ist hier. Frau Sommers? Hallo, Frau Sommers. Skatz. Hallo. Frau Sommers, Sie wussten ja, dass heute der Überfall für den Polizeifilm im Supermarkt gedreht wird. Sie hatten die Informationen. Ihr Freund hat dann einfach die Gelegenheit mit dem Komplizen genutzt. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Haben Sie mal das Filmteam überprüft? Ja, die habe ich befragt. Von denen kommt keiner auf die Idee, mit dem Wagen Ihres Freundes zu verschwinden. Das Auto wurde meinem Mandanten gestohlen. Apropos Film, haben Sie die Aufnahmen mal überprüft? Frau Dahlmann, Sie werden es nicht glauben, aber auf die Idee bin ich tatsächlich auch schon gekommen. Aber aufgrund der Kleidung und der Vermummung konnte man da nicht so viel erkennen. Und hat die Hausdurchsuchung bei meinem Mandanten etwas ergeben? Tja, meine Männer haben leider nichts gefunden, aber ich glaube, dass sie die Waffe und die Beute im Tenninger Forst versteckt haben. Tja, glauben ist aber eben nicht wissen. Sie haben also nichts Handfestes, was gegen meinen Mandanten und Frau Sommers spricht, richtig? Ich ahne schon, was kommt. Frau Sommers, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns schon bald wieder. Ronny hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, das müssen Sie mir glauben. Aber mit dem Glauben ist das so eine Sache. Wissen Sie wirklich nicht, woher Ihr Freund die Schussverletzung hat? Nein, sonst hätte ich es Ihnen doch gesagt. Wollen wir hoffen, dass er uns die Wahrheit sagt. Ich würde gerne kurz noch mit Kevin reden. Schließlich war er heute mit Ronny zusammen. Wenn Sie möchten. Aber Kevin hat nichts gesehen. Er war die ganze Zeit oben in seinem Zimmer und hat gespielt, dass Ronny auf die Straße hinunter ist und angeschossen wurde. Und danach hat er sich nichts anmerken lassen. Ja, ein Versuch ist es trotzdem wert. Sag mal, du weißt doch, dass man immer die Wahrheit sagen muss. War denn der Ronny heute irgendwie anders, als du mit ihm gespielt hast? Wir haben Indianer und Cowboy gespielt und ich habe gewonnen. Hast du dich bestimmt gefreut. Dankeschön. Ich werde Kevin jetzt erstmal zu seiner Ober bringen. Diese ganze Aufregung, die tut ihm einfach nicht gut. Ich denke, das ist eine gute Idee und ich melde mich dann später bei ihm. Bis dann. Wiedersehen.
Ich bin mir sicher, die Geschichte ist viel komplizierter, als sie scheint. Es gibt einfach noch zu viele Unstimmigkeiten. Und die gilt es aufzuklären. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Waldweg, an dem es zu der Schießerei gekommen ist. Und auf der Fahrt werde ich die Zeit stoppen. So kann ich sofort beweisen, dass mein Mandant seine Schussverletzung nicht von der Schießerei mit der Polizei hat. Mareike Sommers hat unterdessen ihren Sohn zu ihrer Mutter gebracht. Als die 28-Jährige wenig später nach Hause kommt, wird sie beobachtet. Nein, Mucks. Steck dich ab. Komm her. Was wollen Sie? Wo ist er? Was? Wo ist wer? Wer wohl? Dein Freund, Ronny. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Und jetzt lassen Sie mich los. Deinen verdammten Freund, meine ich. Zu Hause war er nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe echt keine Ahnung. Schluss. Das ist das letzte Mal, Süße. Wo ist Ronny? Raus damit. Okay, bitte tun Sie mir nichts. Ich muss ich noch deutlicher werden? Nee, nicht nötig. Ist schon gut. Ja, ich höre. Er ist im Krankenhaus. Er ist im Krankenhaus. Und in welchem? Ronny ist im Marienkrankenhaus. Im Marienkrankenhaus? Na, geht doch. Und jetzt hör mir genau zu. Solltest du auf die Idee kommen, die Polizei anzurufen, dann kümmern wir uns um Kevin. Verstanden? Ja. Ich mache, was Sie wollen, aber... Du hast es in der Hand. Kein Wort zur Polizei. Sonst ist der Kleine Geschichte. Was mache ich denn jetzt? Frau Dahlmann? Wenige Minuten später öffnet sich die Tür von Ronnys Krankenzimmer. Was der Eindringling nicht weiß, ist, dass die Anwältin des Patienten längst die Polizei verständigt hat und für die Sicherheit des 30-Jährigen alle nötigen Vorkehrungen getroffen sind. Guten Tag, Sie wollen zu Herrn Ballhaus? Keine falsche Bewegung. Was soll das? Wer sind Sie denn überhaupt? Kriminalpolizei. Kommissar Küpper, mein Name. Hey. Hey, und Sie sind? Heute Morgen noch maskiert im Supermarkt und jetzt schon zum Arzt aufgestiegen. Steile Karriere, mein Lieber. Taub oder was? Wer Sie sind, will ich wissen. Wir können auch ins Revier fahren, wenn Ihnen das lieber ist. Mein Name ist Uwe Brenner. Aber ich habe keinen Ausweis dabei. Uwe Brenner, so. Ich kenne Ihren Namen im Zusammenhang mit Ronny Ballhaus. Sie haben früher krumme Dinger zusammengedreht. Ach, das war ewig her, das war mal. Was machen Sie hier? Naja, ich wollte meinen Kumpel Ronny besuchen. Ich habe gehört, das geht ihm nicht so gut. Hat Ihnen das Frau Sommers gesagt? Was? Nein, das habe ich auf der Straße aufgeschnappt. Wenn es dem Ronny nicht so gut geht, dann spricht sich sowas schnell herum. Komm, lassen wir die Spielchen. Heute Morgen wurde Frau Sommers von einem Unbekannten gezwungen, den Aufenthaltsort ihres Freundes preiszugeben. Und jetzt sind Sie hier. Warum sollte ich Frau Sommers bedrohen? Weil Sie heute Morgen mit Herrn Ballhaus den Supermarkt überfallen haben vielleicht. Was reden Sie da? Kommen Sie darauf. So was mache ich nicht mehr. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Da besuchen Sie einen alten Kumpel ohne Blumen und den Arztkittel. Ja gut, den Kittel, den habe ich an, weil momentan keine Besuchszeit ist. Okay, Sie haben Glück. Bei uns ist immer Besuchszeit. So. Oh, muss das sein? Komm. Chef? Das ist Tatjana Brenner. Ich habe sie unten am Eingang dabei beobachtet, wie sie sich nervös umgesehen hat. Zu wem sie wollte, konnte sie mir nicht sagen. Ja, lass mich los. Ich habe nur auf meinen Bruder gewartet. Es wird ja immer besser. Tatjana Brenner und Uwe Brenner, Brüderchen und Schwesterchen. Sie kommen jetzt beide mit. Los.